Ja, jetzt habe ich noch was entdeckt. Ist doch. Oh, halt. Kontakt? Bist du in Ordnung, Adam? Alles okay, aber hinter mir sind sie nicht her. Ich stehe nur im Weg. Durch das Hochladen der fehlenden Daten hast du mich wieder vollständig gemacht. Du hast mich befreit. Morgan Everett kann mich nicht mehr wiederherstellen oder löschen. Ich kann an Orte, die er nicht erreicht. Ich werde ihm das selbst sagen. Kann's kaum erwarten. Ja, ich auch. So, der hat noch ein PDA bei sich. Da gucken wir doch mal rein. Everett wird langsam ungeduldig. Wenn einer deiner Männer tatsächlich einen Sender auf der Disk angebracht hat, müssten wir sie längst haben. Mir ist scheißegal, wenn was ihr tut und wenn ihr töten müsst. Sie darf nicht frei herumlaufen. Das ist schon der Hit, ja? Moment, ich hab doch gerade Seraph. Ach so, Seraph. Nein, alles klar. Gut. Samistad Bank. Genau, da werden wir jetzt hingehen. Oh. Zack, wegstecken. Jetzt muss ich doch nochmal reingucken. Verkauft habe ich schon, ne? Ja, habe ich. Gut. Dann los geht's. Weiter. Happy Birthday, sage ich dann. So, wie viel Kohle habe ich eigentlich? 2,5, je nachdem. Schauen wir mal, ob das reicht oder nicht reicht an Kohle. Ja, wenn wir ihn bestechen müssen oder auch nicht bestechen müssen, was weiß ich. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in eine Bank. Zack. Ja, zur Bank. Dann erledigen wir das mal. Zügig. Hier war ich schon drin, ne? Ja. Schon wieder Doc-Ladi. Da muss ich hin. Im Büro. Achso, des Präsidenten. Gut. Nicht töten? Nee, dann werden wir jetzt nicht töten. Nee. Auf keinen Fall. Ja, mit der Bank, das ist eine geile Sache, nehme ich mal an. Ja. Ich meine, was ich gesehen habe, ist geil, aber wie ich ja schon gesagt habe, sehen und selber was spielen sind zweierlei Paar Schuhe. Ob das dann so klappt, weiß ich nicht. Und was ich immer versuche, deswegen spiele ich eigentlich so gründlich und und, damit ich genug Sachen kriege, nicht zu sterben. Gar nicht zu sterben in den Spielen. Ja, klappt manchmal nicht. Aber, Moment. Genau. Zack. So. Ja, die Bank. Zack. Ah, Moment. Momang. Oh, no. Moment. Ja, Sekunde. Ich will nochmal da rein. Nee. Ich will nochmal da rein. Ja. Aber da müsste ich doch. Ich müsste da reinkommen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie genau. Sekunde. Kommen wir mal hier rein. Nein. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier bin ich nicht da drin, wo ich eigentlich hin will. Oder? Nee. Da bin ich nicht. Hin will. Nee, auf keinen Fall. Ich will ja da rein. Schwuppdiwupp. Aha. Hm.
das? Hm. Auch nicht. Celý oddělení je stoupnich. Na gut, dann ist das jetzt. Jetzt halte ich mich damit nicht auf. Und dann. Was? Verdammte Ortiz. Hey. Boah. Ja, leider kannst du die hier nicht alle abknallen. Nee. Das ist ein Bullenwagen, ne? Deaktivieren. Zack. Oh, oi. Ein PDA sogar. Danke, David. Ich sage allen wegen des Codes Bescheid und dass sie oft, so oft wie möglich ihre Fernbedienung benutzen sollen. Wir haben den Sicherheitscode für das Parkhaus auf 5136 geändert. Automatische Türöffnung. Aha. Mhm. Stimmt hier, ne? Parken, ja. Aber wir gehen jetzt mal hier rein. Ja, seit 2017. Dieses Gebäude hier wurde absolut sicher. Noch nie hat ein Datenextraktor die Lava Wall überwunden. Aha. Hacker sind überall. Hier nicht? Ja. Nein, natürlich ist auch die physische Sicherheit wichtig. Der Ruf vom Tarbus ist tadellos. Sie hatten mit Bell Tower zu tun, oder? Früher mal, ja. Wie die meisten Sicherheitsunternehmen vor dem Zwischenfall. Ich schlage einen Termin mit unserem Kundenbetreuer vor. Er kann alle Fragen beantworten und den Bewerbungsprozess einleiten. Hm, ja, gute Idee. Vielen Dank. War mir ein Vergnügen, Sir. Ja, prima. Super Typ. So, jetzt bin ich dran. Hallo, Sir. Willkommen in der Palisade Bank. Wie kann ich helfen? Ich weiß nicht. Ich war noch nie in einer Property Bank. Ah, ich verstehe. Nun, wir sind das beste und sicherste Unternehmensarchiv der Welt. Wir bieten ultrasichere Firmentresore sowie Geschäftsleitungstresore für kleinere Konten. Exklusivität, Anonymität und Sicherheit sind unsere Eckpfeiler und unser Hauptverkaufsargument. Natürlich ist Sicherheit ein wichtiger Punkt für Ihre Klienten. Oh ja, alles bei der Palisade Bank ist Stand der Technik. Die Sicherheitsanlagen werden regelmäßig überprüft und Tarvos ist ein tadelloses privates Sicherheitsunternehmen. Noch etwas? Genau. Sind Ihre Geschäftsleitungstresore für jeden erhältlich? Unsere Klientel ist natürlich exklusiv und der Bewerbungsprozess ist streng. Dennoch sind bei uns derzeit fast alle Tresore belegt. Die Liste Ihrer Klienten ist bestimmt beeindruckend. Mhm. Und ob? Die meisten sind Führungskräfte unserer Firmenkunden. Aber es wurden auch ausgewählte Einzelpersonen zugelassen. Aha. Mit denselben hohen Sicherheitsstandards, hoffe ich. Oh, aber natürlich. Und der Zugang zu den Geschäftsleitungstresoren ist streng geregelt. Kunden brauchen dafür ihre personalisierte Codekarte. Mhm. Das ist alles. Klingt ganz einfach. Naja, es betrifft noch mehr. Die Codekarte schaltet auch alle automatischen Sicherheitsmaßnahmen im Inneren des Tresors ab. Laser, Wachbots und so weiter. Alles Hightech. Hightech. Kundenbetreuer, Firmentresore, genau. Wie groß sind die Firmentresore? Haben so viele in diesem Gebäude überhaupt Platz? Sie sind ziemlich groß. Wir nennen sie auch Tresorcontainer, wie Frachtcontainer. Und das Lager befindet sich direkt unter unseren Füßen. Ziemlich beeindruckend. Unterirdisch. Sehr sinnvoll. Gute Sicherheitsmaßnahme. Absolut. Außerdem sind sie nur mit Termin zugänglich und erfordern zum Öffnen die Codekarte des Kunden. Mhm. Unternehmensarchiv. Das ist also ein... Ah. So, das ist also eine Datenoase. Wir nennen es zwar anders, aber ja... Wir archivieren sensibles Material für einige der mächtigsten Unternehmen und Individuen der Welt. Industriespionage gibt es hier nicht. Oder Regierungsvorladungen. Unsere internationalen Kunden,
teilen nicht immer den Standpunkt ihrer jeweiligen Regierungen, wenn es um Firmenrechte geht. Sie nutzen also die wirtschaftsfreundliche Gesetzgebung dieses Landes? Zyniker könnten das so sehen. Wir sagen, unsere Kunden sollten sich nicht mit engstirniger, antikapitalistischer Bürokratie herumschlagen müssen, wenn es sich vermeiden lässt. Na gut, Kundenbetreuer hier. Ich würde gern den Kundenbetreuer sprechen. Nur zu, Sir. Er hat im Moment keinen Termin. Ich sage ihm, dass Sie kommen. Na, sehr gut. Mr. Romanek, ich schicke umgehend einen Herrn zu Ihnen. Es geht um eine Kontoeröffnung. Genau. Sehr gut. So, zack, die kann ich alle ausschalten. Aha. Thomas Romanek, genau. Situation Ihrer Firma, genau, Miss Novak. Ich bin nicht augmentiert. Und trotzdem lehnen Sie unsere Kontobewerbung ab. Mr. Tong. Sekunde. Das Material. Der Code lautet. Sehr enttäuscht sein. Nun, ich bin absolut sicher, dass Miss Telva und der Ausschuss alles berücksichtigt haben. Sonst noch etwas? Sie hören wieder von uns. Aha, Sie hören wieder von uns. So, Kamerad Schnürschuh. Ja? Sind Sie der Kundenbetreuer? Der bin ich. Thomas Romanek. Nichts für ungut, aber von Ihresgleichen besuchen uns nicht viele. Nicht viele Augmentierte können hier Kunden werden. Das ist wohl richtig. Und, wie kann ich Ihnen helfen? Tja. Ich möchte hier ein Konto eröffnen. Genau. Sie scheinen offensichtlich nicht mit den Gepflogenheiten hier vertraut zu sein. Niemand marschiert einfach hier rein und beschließt spontan, ein Konto in der angesehensten Property Bank der Welt zu eröffnen. Ja, bestechen wir ihn mal. Das reicht. Da steht auch noch 10.000. Ah, komm. Mehr habe ich auch nicht. Na? Ich habe sie nie gesehen. Oh, so sieht's aus. Das ist eine Kundenzugangskarte für die VIP-Tresore. Sie sehen sich um und verschwinden wieder. Oh, eines noch. Bringen Sie mich zum Direktor. Sie sind verrückt. Das kostet mich meinen Job. Außerdem sind Mr. Oshiro und Miss Telva nicht da. Haben Sie keinen Assistenten? Jemanden, der sich um alles kümmert, wenn Sie nicht da sind? Gut, gehen Sie rauf. Ich gebe der Security Bescheid. Tun Sie nichts, was wir beide bereuen würden. Okay, mach ich. Wir schauen immer zu, weil Sie immer zuschauen. Na gut. VIP. Wo sind denn jetzt die VIP? Moment, Story. Geschäftsleitungstresore A in der Palisade Property Bank. Ja, irgendwo müssen die ja sein. Machen wir mal. Ja, der unterirdische Sicherheitsraum hat seine aktuellen Passwörter erhalten. Gut, vom Mezzanin oder vom Firmentresor-Keller habe ich noch nichts gehört. Firmentresor. B, aber ich habe A. Ah! Oh! Na, sauber! Können wir die Tür schließen? Ich will, dass die Tür zu ist. Oder nein! Oh! Ich darf hier sein. Suche wird abgeschlossen. Der scheiß Bot, was hab ich denn jetzt gemacht für eine Scheiße? Ja. Keine Ahnung, ich wollte eigentlich nur die Tür schließen. Okay. Das ist also nicht so prickelnd gewesen. Nee.
Oh Mann. Man verschwinde. Ist ja gut. Ja, aha. Wird aktualisiert. Gut, jetzt darf ich hier rein. Kannst du dich mal vom Acker machen, Bot? Das gefällt mir gar nicht, wenn du hier rumschwirrst. So, gucken wir mal. 5 kann ich nicht hängen. Was bist du? 4, das kann ich hängen. Ja, und wie ich das hängen kann. Aha. Oh, das sind richtige Dinger hier. Oh. Immer noch. Immer gut. Anomalie festgestellt. Na gut. Tracing-Programm. Aber das geht auch, oder? Zugriff gewährt. Ja, Nuke-Software haben wir gekriegt. So, dann gucken wir mal hier alles nach. Credits. Wow. 3 Riesen. Mal auf nett. Na, dann bin ich jetzt mal gespannt. Hallo? Also, ein bisschen wenig hier alles, ne? Was haben wir denn hier? 4. Kann ich auch hacken. Ja. Oh, enthüllen. Enthüllen wir mal. Ja, warum nicht? Nehmen wir mal den Weg. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Ja, das reicht dicke. Zugriff gewährt. Ja, das soll doch so sein. Öffnen. Oh, lecker Zeug. Lecker Schmecki. Whatever hier. Stufe 5 kann ich nicht. Das alles mehr ist hier nicht. Hier ist nichts. Da ist nichts mehr. Da ist nichts. Da ist nichts. Oh, hier ist noch was. 4 kann ich auch erkennen. Hm. Fünfer haben. Weißt du was? Ich hab doch hier... Genau. Warum soll ich sie nicht benutzen? Schwupp. Steck weg. PDA? Hm. Herr Janicek, ich habe die Prüfung unserer Probleme mit der zentralen Sicherheitsdienstabteilung abgeschlossen. Aber nicht im Oh! Aha! Also ist das doch nicht so, wie die Bank sagt, alles super, alles taco, alles prima? Scheiße ist! Trajong, Wörselife haben bereits Bedenken geäußert. Ne? Das versuchen die, unser Code-Protokoll nach konsequenter Verfolgung verschiedener Hacker, einschließlich der Janus-Konnektivs, haben bereits versucht, Kapitalen derzeit in die Schwäche zu schlagen. Ressourcen für die Abwehr dieser Geier. Klar, dann haben die sie bestochen, damit er nicht auffällt. Nicht schlecht. Ja, und jetzt komme ich noch und hack das hier alles. Und alles eigentlich mit seiner Karte. Ja. Drin, oder? Nee, kann er nicht. Ich würde ja am liebsten hier überall reingehen, aber brauche ich ja
nicht. So, jetzt gucken wir nochmal kurz. Dann habe ich das nämlich hier abgeschlossen und dann können wir nämlich... Nein. Aber ich meine, 5000 bezahlt. 3 hier, 4 da sind 7. Ja, nicht schlecht. Dann schließen wir mal die Tür. So, alles gut, alles Taco, Jungs. Ich mach mich dann mal hier vom Acker. Ja. So, Samistad. Grünau. Aber nicht mehr in dieser Folge. Nein, die ist schon wieder mega Überlänge. Und ich würde sagen, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ihr seid natürlich, wie es kann es auch anders sein, dabei. Nun gut, geht es weiter, wo wir hier stehen mit dem Schnauze. Und jetzt wollen wir natürlich zur... Hä? Wieso soll ich da rein? Oh. Ah. Bitte gehen Sie zur Rezeption. Gut. Ja, mache ich. Ja, dann ist ja gut. Aber Moment, ich kann doch mit dem Aufzug fahren. Ja. Sekunde. So, hier will ich nicht töten. Nein. Büros. Aha. Okidoki, dann nützt mir also nichts. Nee. Hoppla. Wo ist der Raum, wo ich rein darf? Hier. Tür zu. Gut. Zack. PDA. Vorübergehend. Weggang von Personen. Wichtige Kunde zu erhalten. Aha. Naja, gut, okay. Das ist ja... Da hören Sie es. Für mich ist damit klar, dass die UN-Resolution 3... Vino lassen wir, brauchen wir nicht. Nein. Danke, Dr. Christensen. Kann ich nicht von hier aus irgendwo anders hin? Ich bin Eliza Kassar. Nee. Der zeigt mir aber da drüben an. Mhm. Na gut. Dann, schauen wir mal. Ja, genau, bleib. Ich hab was gehört. Ja, das ist mir egal, ob du was gehört hast. Oder ein China fällt in Sack Reis und. Ich weiß noch nicht wann. Hab gerade den aktuellen Code von der IT gekriegt. Gut, ich habe Sie gebeten, Ihnen das aktuelle Protokoll zu schicken. Die sollten das wirklich regelmäßig machen. Ist okay. Ich kenne das Protokoll. Herr Janicek muss mit freigeben. Naja, er wollte, dass der Sicherheitsraum gereinigt wird, obwohl er nicht dreckig ist. Benutzen Sie den Code und stolpern Sie nicht wieder über die Laser. Nein. Eine Leibesvisitation pro Monat reicht mir völlig. Na dann geht's ja. Oh Mann. Wie viel habe ich denn überhaupt noch? 14 Stück? Komm, ich nehme noch ein. Moment. Hier darf ich ja hin. Ja, sehr. Aber... Da darf ich nicht rein. Genau da muss ich hin. Alle Sicherheitshubs wurden vorher kontrolliert. Laser, Kameras und Türsteuerung reagieren einwandfrei. Das neue Geschütz wird planmäßig installiert und aktiviert. Ich schreibe es in den Bericht. Genau, das Zeug, das niemand sehen soll. Falscher Alarm. Würde wieder für die Sieht ihr jetzt zu?
Runde. Ja, auf jeden Fall. Zack. Kommst du hier hin? Ja. So, komm mal mit hier hin. Nein, hier hin. Zack. Einmal. Mensch, da ist nix. Komm, mach weg, da Dingen. Hab ich Zahne gehabt. Hier noch irgendwas. Was ist denn hier? Zack. Hier ist nichts. Ah, uah. Was war das denn jetzt? Tresor? Whatever. Ein Zugang für den Aufzug in der Perlbüro für Ebene 3. Da bin ich doch gerade, oder nicht? Oder bin ich da nicht? Na gut, komm, machen wir mal eben den Eckchen hier. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Alles in Ruhe. Na? Zugriff gewährt. Ja. So soll das sein und nicht anders. Protokoll. Aha. Tut mir leid. Ich überfliege das jetzt. Ja. Ich guck da nicht genau nach. Absolut nicht. Da habe ich gar keine Zeit zu. Nee, da geht mir viel zu sehr der Stift. So, zack. Da oben soll ich hin. Ganz locker, Junge. Einen vernichtenden Schlag gegen die Menschen. Oh oh. Aber Sie sehen das große Ganze. Nach dem Omni-Zwischenfall ist der Klump zwischen augmentierten und natürlichen so breit geworden, dass sie unüberwindbar ist. Wir brauchen eine Auszeit. So, komm mal hier hin. Ist klar, dass der misstrauisch geworden ist. Zack. Wunderbar. Ein PDA. Nehmen wir doch glatt, weil das sind immer schöne Sachen, PDAs und all so ein Schrott. Yes. Da ist wieder ein Code. Biometrischen Encoder braucht kein Klar. Na gut. Code haben wir, aber ob der uns was nützt, es sind immer zweierlei Paar Schuhe. Ja, absolut. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Und dann mit dem Ruhe. Zugriff gewährt. Ja. Passwort lautet Scheherazade. Shared Order Punkt. Cyberangriff. Time Machine angeblich. So, gedrückt. Bücher auf Papier. Ist das zu glauben? Ja, in der Zeit bestimmt. Parkhaus geändert. Da ist noch was. Oh, Rundstopp. Schön. Oh. Irgendwie. Aha. Upsa. Ah, oh, ich scheiß Kamera und hier ein Hacken, ey.
Oh, endlich mal ein Code, der war taucht. 211. Schwuppdiwupp. Nein, nein. Jetzt. So, dann gucken wir uns mal hier. Nein, will keinen Strom. Leckerli. Security. Stealth, meinst du, das können wir? Bringt das was? Bestimmt. Ja. Na? Oh. Gut. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewählt. Ja, ich hätte das gerne, aber 75 Credits, Kameras, alles wird hier an Kameras ausgestellt. Was da ist, ist ausgestellt. Den Alarm stellen wir natürlich auch aus. Sehr gut, dann ist das schon mal alles Paletti Spaghetti. Welchen Ausbruch? Hier gibt es keinen Ausbruch. Höchstens nein. Ihr? Heureka! Mich reich. Damit kommen Sie durch den ganzen Tag. Überraschungsbesuch. Oberstpriorität ab sofort gültig. Flodeck ist ab sofort in München erlaubt. Wir wünschen ihm alles Gute und freuen uns auf seine Aufgaben. Ah, gut. Ja. Und jetzt kommt das Rätsel. Ja. So muss das aussehen. Sieht es doch aus. Aber an muss das sein wahrscheinlich. Lebensrettende medizinische Transporte waren nicht mehr möglich. Viele haben sie das elektronische Wahlsystem manipuliert. Seitdem hat das Land einen 12-jährigen Präsidenten. In Russland haben gehackte Drohnen sanktioniert. Jetzt haben wir ja scheißegal. Yippie-yo, Schweinebacke. Geheime Firmendokumente veröffentlichte. Ist ja nicht so, dass ich mir das gemerkt hätte, um Gottes Willen. Nein, nein, nee, war nicht. Zack. Mit kritischen Daten in einen speziellen Bereich verlagert. Ich habe den Code schon auf 1293 geändert. Ist die Mails ja, ich habe jetzt so viel gelesen. Halt. Dass schon nicht mehr schön ist. Hacking-Stufe 1, Alter, das ist wirklich mies hier. Ja, absolut. Moment. Wenn ich den nehmen kann, nehme ich den Punkt. Auf jeden Fall. Anomalie festgestellt. Ah. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt. Super. Zack. Wird immer das sicherste Archivierungsunternehmen der Welt bleiben. Credits. Was? Praxis Point. Geile Sache. Und der Flug Quad 451. Betreff AW Flug 451 von Gista Airlines. Blackbox bestätigt Theorie mit Ionensphäre. In der Gegend gibt es auch eine geheime Militäranlage, die zu dem Zeitpunkt Tests durchgeführt hat. Anordnung. Öffentlichkeit darf nicht von der Basis erfahren, darf Grund für Absturz nicht vermuten. Story für Pikes. Chista Airlines Flug 451 wurde von augmentierten Passagieren Thomas Haldemann entführt. Nur zum interne Alter, da hängen sie denen das an, den augmentierten
Er ist doch eine miese Nummer, jetzt mal ganz ehrlich, oder? Hä? Jetzt mal ganz ehrlich. Ist doch mega mies. Ja. Naja, was soll's. Gut. 6 Points haben wir. Oh, das gefällt mir. Oh ja. Flup. Flup. Zack, die Bohne. Nee, nee, ich muss ja hier wieder raus. Ja. So. Schwupp, schwupp. Yeah, wir haben es geschafft. Schöne Skulpturen hier. Schön. Echt klasse gemacht. Tschüss. Und popelst du dir noch in der Nase oder was? Ferkel, du. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Von wo, weiß ich noch nicht genau. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was schnabulieren, trinken. Und dann sehen wir uns wieder. Bye, bye.